Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen, habe ich in der letzten Zeit sehr oft gehört. Und deswegen gibt es ab jetzt von mir einen eigenen YouTube-Kanal, wo ich mich immer wieder mit Yoga-Sequenzen melde. Mein Name ist Petra Herzog und ich möchte dir heute eine kleine Geschichte zu Beginn erzählen. Aus dem Buch Das Café am Rande der Welt von John Strzelecki. Da drin kommt eine Schildkröte vor, die neben einem Mann her schwimmt, der gegen die Wellen, die immer wieder auf ihn eindröhnen, ständig anrudert und ankämpft. Und als ihm die Kraft ausgeht, schaut er immer wieder zur Schildkröte und denkt sich, die ruht, sie macht immer wieder nur ein paar Flossenschläge. Manchmal wird sie ein paar Meter wieder von den Wellen zurückgetrieben, aber mehr oder minder hält sie die Stellung. Und dieser Mann nimmt sich da von ein großes Beispiel. Und gerade in der jetzigen Situation finde ich diese Geschichte sehr passend. Darum habe ich auch meine Schildkröte mitgenommen. Schildkröte ist auch ein großes Symbol im Yoga, denn sie trägt ihr Haus, ihren Panzer immer mit sich. Und das ist immer eine gute Gelegenheit, Kopf und alle Gliedmaßen einzuziehen, sich wirklich darauf zu besinnen, was wichtig ist und was uns jetzt fehlt. Und in diesem Sinne möchte ich mit einer ganz kurzen Atemmeditation beginnen. Wenn du länger ausatmest als einatmest, beruhigst du deinen Körper. Durch Einatmen werden deine Herzschläge gesteigert und durch Ausatmen werden sie ruhiger. Es ist egal, ob du 5 Sekunden einatmest und 8 Sekunden aus oder 4 Sekunden ein und 10 aus, ganz egal. Achte nur darauf, dass du kurz einatmest, vollständig und länger durch die Nase oder auch, wenn du magst, durch den Mund ausatmest. Setz dich aufrecht hin, gerne auch auf einen Block, den du dir zur Erhöhung nehmen kannst oder eine Decke. Verbinde dich gut mit der Unterlage und stell dir vor, es zieht dich jemand am Scheitel nach oben. Schließ gern deine Augen, entspann deine Gesichtsmuskeln. Und beginn jetzt einzuatmen und lang und tief auszuatmen. Herzschlag beruhigt, wie deine Gedanken zur Ruhe kommen. Und nimm dir diese Anregung mit, um sie zu einem späteren Zeitpunkt zu wiederholen und sie vielleicht sogar tagtäglich zu wiederholen. Und wir kommen nun in die Bewegung. Leg deinen Block, deine Decke zur Seite, komm in einen Vierfußstand. Platziere deine Hände unter den Schultern und deine Knie unter den Hüften. Roll dich auf wie eine Katze. Setze die vollständige Atmung fort. Atme hier aus. Länge dich wie eine Kuh. Atme ein. Wiederhole. Falle nicht zu sehr ins Hohlkreuz, wenn du in den langen Rücken. Spür, wie sich Wirbel für Wirbel, deine ganze Wirbelsäule bewegt. Und bewege nun deine Wirbelsäule in alle möglichen Richtungen. Halte wieder ruhig, schieb dich zurück ins Kind. Leg deine Stirn auf die Matte, gerne auch auf einen Block oder auf eine Decke. Und rolle von hierher wieder auf.
Bleibe für ein paar Atemzüge im Kind. Achte auf die längere Ausatmung. Rolle nach oben in einen Kniestand. Nimm die Arme nach oben. Schultern bleiben tief. Vielleicht kommst du in eine leichte Rückbeuge. Rolle wieder nach unten. Wiederhole. Vollständig einatmen. Bleib da. Schultern tief. Starker Bauch, Lächeln im Gesicht. Von hier steige rechts nach vorn. Ausfallschritt. Falte deine Hände hinter deinem Rücken und roll die Schultern zurück. Schauen, wenn es dir leicht fällt, lass deinen Kopf in den Nacken fallen. Löse, komm mit den Armen wieder nach oben. Steig zurück ins Kind, in den Vierfußstand, sorry, und wechsle in die andere Richtung. Und ich hoffe, es wird jetzt auch schon so warm. Hände hinter dem Rücken fallen, roll die Schultern zurück. Im Vierfußstand checke deine Abstände. Seestern, Finger weit aufgefächert. Fingerkuppen drücken in die Matte. Stell die Zehen auf, heb die Knie an. Bleib da, starker Bauch. Schultern weg von den Ohren. Weiteratmen. Und schieb dich dann langsam in deinen ersten herabschauenden Hund. Beweg dich locker hin und her. Roll nach vor, zurück. Dreibeiniger Hund. Von der Matte runter und berühre den Boden nur mehr mit deinen Fingerspitzen, vielleicht sogar nur mehr mit dem Zeigefinger. Und kontrolliere, wie sehr du heute in der Balance bist. Heb vielleicht dazu auch noch dein rechtes Bein. Zweibeiniger Hund. Nur ein Versuch, ein Ausprobieren. Für dich leichter ist, bleibe einfach in einem dynamischen oder statischen Hund. Noch für ein paar Atemzüge. Wenn nicht, zweite Seite, zweibeiniger Hund. Atme tief ein durch die Nase, aus durch den Mund. Leg deine Knie ab. Kind. Du kannst jederzeit in deinen Panzer zurückkommen und dich um deine Sachen kümmern. Komm nochmal nach oben.
schäumender Hund, Herz über Kopf. Du kannst dir aus all dem verfügbaren Wissen deine Meinung machen. Du kannst dich vor der großen Angst in deinem kleinen Panzer zurückziehen. Beginn zu gehen. Wandere nach vor, bewege dein Becken hin und her. Komm auf die Fingerspitzen, bis du vorne angelangt bist. In der ganzen Vorbeuge, dehn dich heran. Halbe Vorbeuge, langer Rücken, dehn dich heran. Langer Rücken, herandehnen, ausatmen. Roll dich nach. Verfügung hast zwischen deinen Oberschenkeln ein. Kurze Seite oder Breitseite bleibt dir überlassen. Dasselbe funktioniert auch ohne Block. Erde dich gut. Setz dich nach hinten. Wenn du jetzt nach unten schaust, siehst du deine Zehen. Die Knie kommen nicht vor deine Finger. Zehen. Komm mit den Armen nach oben. Eine Variante wäre, die Hände in die Hüften zu legen oder kerzenleuchte Arme zu machen. Wähle deine Armposition. Bleibe für 5 lange tiefe Atemzüge, gerne auch länger. Setz dich noch tiefer. Klemm den Block gut ein. Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule. Löse vorsichtig. Stell den Block zur Seite. Bewege dich jetzt nur aus den Knien. Schüttle deinen Körper durch. Wie ein Flummi. Schafft Energie. Bewegung gibt dir Kraft. Stell den Block zur Seite, Arme nach oben. Knie leicht beugen, ganze Vorbeuge, dehn dich heran. Einatmen, halbe Vorbeuge. Jetzt leg deine Hände ab, steig zurück ins Brett. Und halte hier. Komm auf deine Art und Weise nach unten. Entweder du legst Knie, Brust, Kinn ab oder du kommst im Liegestütz ganz langsam auf deine Matte. Schieb dich wieder für ein paar Augenblicke ins Kind. Gleichsam wie eine Schildkröte sich in ihren Panzer zurückzieht. Komm wieder nach vor in die Bauchlage. Komm mit deinen Händen hinter den Rücken, falte sie. Deine Beine sind angespannt, Rist und Schambein drücken gut in die Matte. Komm nach.
Atemzug bewegst du dich hin und her, du schaukelst. Lösen. Gegenbewegung. Kontrollier deine Abstände kurz im Vierfußstand. Komm in den herabschauenden Hund. Durch die Nase ein. Aus. Lass jede Anspannung, jede Verwirrtheit, jede Angst, jede Unsicherheit los. Es bringt nichts, Unsicherheiten auch noch mit in den eigenen Panzer zu nehmen. Und komm wieder in die Kraft. Oberer Liegestütz. Du hast jetzt die Gelegenheit, dafür 10 Sekunden zu bleiben. Starke Mitte. 9, 8, 7, 6, 5, Lächeln hilft. 4, 3, Zittern erlaubt. 2, 1, und wenn du noch genug Kraft hast, komm langsam und kontrolliert auf deine Matte. Falte die Hände hinter dem Rücken. Komm nach oben, nimm diesmal auch die Beine mit. Bleib da. Komm nur so weit nach oben, wie du im unteren Rücken keine Schmerzen oder kein Ziehen verspürst. Löse langsam, komm ins Kind. Zieh deine Sinne wieder zurück, denk nach, wogegen du jetzt ankämpfst. Worüber du dir jetzt unzählige Sorgen machst. Roll nach oben. Stell die Zehen auf, Kind. Steige rechts nach vor, wenn es dir so nicht gelingt. Gerne über den Vierfußstand. Atme ein, links dazu. Dehn dich heran. Atme ein. Lehn dich heran, komm nach oben, nach unten, dehn dich heran, atme aus, atme ein in der halben Vorbeuge, aus, ganze Vorbeuge, steig in einem zurück ins Brett und halte, Lächeln hilft, starke Mitte, spür die Energie in deinem Körper. Komm auf deine Art und Weise nach unten. Und gleich weiter in eine Kobra. Atme ein. Stell die Zehen auf, schieb dich zurück in einen herabschauenden Hund. 3 Atemzüge. Durch die Nase ein, durch den Mund aus. Nach vor, links dazu, dehn dich heran, atme aus. Langer Rücken ein, ganze Vorbeuge aus. Komm nach oben, atme ein. Namaste. Atme ein. Komm nach unten. Noch einmal in die halbe Vorbeuge. Ein. Aus. Steig jetzt gleich links zurück in dein Brett. Halte wieder ganz stabil. Erde dich. Behalte die Energie, die jetzt entsteht in dir. Komm nach unten.
Cobra. Wenn du hier magst, kannst du auch in den heraufschauenden Hund kommen. Achte auf eine starke Mitte. Wechsle von deinen herabschauenden Hund. Bleib für 3 Atemzüge gerne hier auch dynamisch. Das Becken bewegen durch die Nase ein, noch einmal durch den Mund aus. Steige links nach vor, atme ein, rechts dazu, dehn dich an, atme ein, halbe Vorbeuge, aus, ganze, ein, komm nach oben. Du hast hier die Möglichkeit, noch ein paar Mal durch diesen Sonnengruß zu fließen und erst danach in einer Grätsche auf deine Matte zu kommen. Mach einen starken, kräftigen Rücken, nimm deine Hände in die Hüften und komm mit geradem Rücken nach vorn. Halte. Schultern weg von den Ohren, die Schulterblätter wollen zueinander. Starke Mitte, wenn es zu anstrengend wird, in den Beinrückseiten gerne die Beine ein wenig beugen. Dann runde den Rücken, komm nach unten. Greif gerne deine Ellbogen beugen und schaukle hin und her. Löse. Komm zum rechten Fuß, dehn dich über das rechte Bein. Gerne das rechte Bein ein wenig beugen, bleibe. Seite. Wieder zur Mitte und rolle von da langsam nach oben. Beuge deine Beine. Abwechselnd auf die Zehenspitzen. Hebe abwechselnd eine Ferse nach der anderen. Wenn du magst, nimm die Arme über den Kopf oder aber lass sie in den Hüften. Und dann bring abwechselnd deine Fersen näher zueinander, deine Zehen, deine Ferse. Stell dich am Anfang deiner Matte, nimm die Arme nach oben. Komm nach oben. Steige rechts zurück und leg jetzt den hinteren Fuß gleich quer in Richtung oder parallel zur kurzen Mattenseite. Komm nach oben, das vordere Bein streckst du. Meinen Block vergessen. Den brauchst du vielleicht, vielleicht auch nicht. Da drücke die hintere Fußaußenkante gut in deine Matte. Starke Mitte. Nimm deine Arme parallel zum Boden. Und stell dir vor, vorne würde dich jemand nach vorziehen. Deine Hüfte bleibt. Der Oberkörper wandert nach vor. Und dann stell deine Hände auf und klappe nach unten. Gerne kannst du dir jetzt den Block nehmen oder deine Hand Außenseite rutscht an der Innenseite der Wade nach unten. Du kannst auch den oberen Arm hier einfädeln zwischen Hüfte und Oberschenkel und du drehst auf deine Variante. Dreieck. Stell dir vor, du stehst zwischen 2 ganz engen Mauern. Bring beide Hände wieder auf die Matte.
Yogamatte, steig zurück ins Kind. Einen Hund und ins Kind. Zieh wieder deine Sinne zurück und sammle die Kraft. Komm wieder nach oben. Zweite Seite. Stell von da schon den linken Fuß quer, steig nach vor, wenn dir das möglich ist. Komm nach oben. Arme parallel zum Boden. Und klappe nach unten. Dreieck. Gerne mit Block. Atme noch einmal tief ein, Arme nach oben. Dann bring die Hände links und rechts neben deine Füße. Und komm nach unten mit dem Gesäß und lass dich auch nach hinten fallen. Wechsel in einen Langsitz. Du siehst, ich habe mir schon was angezogen. Vielleicht ist es ganz gut, deinen Körper jetzt für die nächsten paar Minuten warm zu halten. Deine Beine sind leicht angewinkelt und du kommst mit deinen Händen und weiter auch mit deinen Unterarmen hier unter deinen Kniekehlen durch. Das heißt, die Hände wollen in Richtung hinter deinem Körper und die Beine streckst du immer mehr nach vorne aus. Und bleibe in dieser Situation, atme wie zu Beginn der Stunde. Länger ausatmen als einatmen. Und spür, wie mit jedem Atemzug dein Rücken mehr nachgibt. Vielleicht deine Hände ein Stück weit mehr hinter deinen Körper, deine Ferse vor deinen Körper wandern. Mach's dir bequem, wenn es zu viel ist, jederzeit aus der Position. Dann löse langsam wieder auf. Komm auf deine Art und Weise gut zugedeckt. Nimm dir Decke, Polster, alles was du brauchst in die Endentspannungslage. Lass deine Arme so neben deinen Oberkörper fallen, dass Luft unter deinen Achseln zirkulieren kann. Du kannst deine Beine entweder aufgestellt lassen oder dir eine Deckenrolle unter die Kniekehlen geben oder du lässt sie einfach so auf den Boden liegen. Auflageflächen. Spüre die Energie, die in deinem Körper entstanden ist und behalte sie. Und denk auch an die Schildkröte, die in jeder Lebenssituation ihre Sinne nach innen ziehen kann, sich wieder sammelt, Kraft und Energie tankt und sich aus all dem Wissen und aus all ihrer Weisheit und Erfahrung ihr ganz eigenes Bild macht, um ruhig und gelassen und gesund auch mit ganz fordernden, stressigen Situationen zurechtzukommen. Du kannst jetzt noch länger in deiner Endentspannung bleiben, auch wenn ich mich jetzt schon von dir verabschiede. Die mich schon kennen und mir schon länger ihr Vertrauen schenken, die denken jetzt sicher ganz oft an mich und meine Inhalte. Yoga ist für mich ein Weg geworden und genau in so fordernden Zeiten hilft er dir, dich
dich wirklich immer wieder auf deine wahren Werte zu besinnen, wirklich zu schauen, was ist wichtig, was zählt, was tut dir gut. Und wenn du mich noch nicht kennst, dann würde es mich sehr freuen, wenn du den Weg des Yoga weiter mit mir gehst und ich dich begleiten darf. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute. Namaste.